Ich bin Adrian Bleu, ich stehe vor meiner Schule, der IGS List. Da. Und ich gehe gleich zu meinem Biologielehrer, Herr Ratsch, und mache ein Interview mit ihm über das Thema Genraps. Er ist nicht nur mein Biologielehrer, er ist auch der Leiter der Imkerei AG unserer Schule. Und ich wollte ihn unter anderem dazu befragen, was die Probleme mit Genraps sind und was seine Bienen damit zu tun haben. Ich gehe da mal rein. Tschüss, bis gleich. Stellen Sie sich bitte einmal vor. Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Ratsch. Ich bin der Fachbereichsleiter Naturwissenschaften an der IGS List. Wir haben in dieser Schule eine Schülerfirma, eine nachhaltige Schülerfirma, Imkerei der IGS List. Inwiefern gibt es das Problem bei Ihnen? Wie man ja aus den Medien nehmen konnte, sind in 2011 die Entscheidungen vor Gericht ja so ausgegangen, dass Pollen von genmanipuliertem Raps in verschiedenen Honigen von Imkern, vor allen Dingen im südwestdeutschen Raum, gefunden worden sind. Und damit dieser Honig deklariert werden muss als ein Honig, der genveränderte, genmanipulierte Pflanzenteile enthält, was wiederum dazu führen wird, dass dieser Honig praktisch unverkäuflich wird. Was kann man gegen das Problem machen? Ganz schwierig. Also man sollte mal die Finger davon lassen, solche genmanipulierten Sachen auszusehen. Ja, das ist, als Imker gibt es praktisch keine Möglichkeiten, den Bienen zu verbieten, dorthin zu fliegen. Das heißt, bei einem Flugradius von 2 bis bei Raps sogar 3 Kilometern müsste man, ich sag mal, bienenfreie Zonen schaffen, sodass die Bienen nicht in diese Rapsfelder oder Maisfelder fliegen können. Das hat aber zur Folge, dass der Raps auch nicht bestäubt wird. Und nun noch ein paar abschließende Worte. Es geht hier letztendlich darum, das Erbmaterial von Lebewesen zu verändern. Und diese Veränderungen dienen dazu, ich sag mal, den Profit einiger weltweit operierender Konzerne zu erhöhen. Ja, da bin ich wieder. Ich muss sagen, ich fand das Interview sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen erging es genauso. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.